Je intensiver wir unsere Landschaft nutzen als Menschheit, desto weniger Lebensräume bleiben für unsere Wildtiere bestehen. Die Nischen, die wir hier gemeinsam geschaffen haben, Jägerschaft mit Landwirtschaft, sind aber nun auch ein Silbertablett geworden für alle die, die begünstigt sind von dieser Kulturlandschaft. Das heißt, die Tiere wie Krähen, Füchse, aber auch andere finden hier perfekte Jagdbedingungen vor. Unter großem Druck versuchen wir trotzdem hier einen Ausgleich zu schaffen, um den Wildtieren hier, und dazu zählen nicht nur die Jagdbahn, sondern auch alle anderen, und man hört im Hintergrund schön die Vögel zwitschern, weiterhin eine Heimat geben zu können. Es gibt jetzt seit etwas über 2 Jahren die Möglichkeit, gesetzlich geregelt, den Fasan über ein sogenanntes Auswilderungsbiotop hier wieder anzusiedeln in den Revieren. Wesentlich an diesem Projekt ist natürlich die intensive Arbeit, die beginnt schon beim Auswildern in dem Revier, beim Auswildern über das Biotop, bei den Fütterungen, Wasserstellen, Ruderflächen. Es muss die Möglichkeit gegeben sein, hier, dass der Fasan lernt aufzubäumen, vor allem auch der Schutz für den Fasan gegen das Raubwild ist hier sehr wesentlich, eine sehr intensive Arbeit. Wir haben dort diese Fläche gepachtet, aus diesem hat uns der Bauer das erlaubt, auch eine Hecke anlegen. Und da bauen wir 3 verschiedene Wildäckerstreifen an. Da haben wir jetzt gerade ein Sommergetreide angebaut, das ist stehen geblieben, das ist über den ganzen Winter. Bauen wir dann im Herbst wieder ein Hirse, ein Raps, Sonnenblumen, dann Markstammkohl da mal rein, wenn es geht, gar ein bisschen ein Kleestreif oben. Und drüben haben wir als Deckung auch nur einen kleinen Strauch Mais, der wird immer gewechselt. Gell? Wir sind jetzt sehr zuversichtlich, dass wir auch in den nächsten Jahren unser Ziel, den Fasan hier in seinem Naturbestand wieder zu bekommen und zu erhalten, erreichen werden. Die Jagd schafft dringend notwendige Ganzjahresbiotope. Mit Ruhe, mit Deckung, aber auch mit Nahrung. Der Fasan steht stellvertretend mit seinen Lebensraumansprüchen für viele andere Wildtiere, die unter Lebensraumverlust oder auch Lebensraumverschlechterung leiden. Stichwort Insektensterben. Mit unseren mosaikartig angelegten Flächen schaffen wir Überlebensraum für Singvögel und für viele Insektenarten. Der Jäger ist Anwalt des Lebens, nicht des Todes. Und so schaffen wir auch nachhaltig Überlebensräume. Mit diesen Flächen federn wir aber auch den Ernteschock ab, wenn über Nacht der Hase oder andere Feldbewohner vor dem Nichts stehen. Nur wer den gesamtheitlichen Blick versteht, sollte an dieser Diskussion auch teilhaben. Negativkampagne ohne fachlich fundiertes Wissen schadet nicht nur der Jagd, sondern vor allem unserer Natur.